Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tropico 5 mit einer neuen Mission, die da lautet gesicherte gegenseitige Vernichtung. Werden Sie zu einer Nuklearmacht, bevor die Zeit abläuft? Oh, das sind so Zeitmissionen sehe ich persönlich immer ganz, ganz kritisch, weil ich dann dazu neige, tatsächlich ein bisschen sehr konfus zu bauen, also das System an sich immer fast zusammenbricht, weil ich halt wirklich nur noch das Nötigste baue, um dieses Zeitlimit zu erreichen, weil ich kann mir dann einfach nicht erlauben, x-tausend Bauaufträge gleichzeitig rauszuwerfen und so weiter, also da leidet schon dann ein bisschen meine Bauweise, meine Überlebensfähigkeit ein bisschen. Aber ist egal. Lass uns gleich mal starten. Wir sind jetzt hier auf der KOD Fortuna. Auf der Bauinsel hatten wir in der letzten Mission, die da lautete Verfolgungswahn. Da mussten wir ja einen Doppelgänger für Leon Kane finden, indem wir ein paar Touristen auf unsere Insel locken. Was ich ganz stolz behaupten kann, glaube ich, ganz gut funktioniert hat. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das auf der KOD Fortuna läuft, auf dem Weg zu einer Nuklearmacht. Wie gesagt, bevor die Zeit abläuft. So Zeitmissionen immer sehr kritisch, finde ich. Leon ist tot, doch mir fehlt die Zeit zum Trauern. Ich muss die Welt retten. Das Wettrüsten zwischen den USA und der UdSSR hat uns auf einen gefährlichen Weg gebracht. Der kleinste Funke genügt und wir fliegen alle in die Luft. Als Gegengewicht zur wachsenden Bedrohung muss jeder wissen, dass es kein Endspiel gibt. Eine einfache Idee. Gesicherte gegenseitige Zerstörung. Daher muss ich meine eigene Atomwaffe entwickeln. Sie wird der Anreiz sein, den Frieden zu wahren und den nuklearen Winter zu verhindern. Sir, das US-Schlachtschiff Secret Plan hat sich soeben in unsere Gewässer geflüchtet. Sein Kapitän wollte einen Krieg vermeiden und weigerte sich, Atomraketen abzufeuern. Jetzt ist die Secret Plan auf der Flucht. Okay, gut. Die USA und die UdSSR sind in Richtung der Karibik, also in Richtung zu uns. Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass wir eben halt eine eigene Atomwaffe besitzen und das müssen wir in 24 Monaten schaffen. Ansonsten beginnt der Dritte Weltkrieg. Wow. Okay, ich bin gespannt. Schade, dass jetzt hier meine Insel nicht so ganz anschauen kann. Ah, warte doch, können wir ja. Warte. Machen wir hier Pause. So. Ein kleiner Überblick, denn es ist natürlich wieder ein Weilchen her, dass ich Tropico 5 gespielt habe, war zwischendrin leider ein bisschen krank. Konnte da eben halt nicht mehr so schön spielen deswegen, aber ist egal. Lass mal schauen. Also wir haben ja hier oben die Irrenanstalt. Genau hier wollte ich ja so schön ein paar Kasernen noch hinstellen. Ich glaube, hier passt dann noch eine Kaserne hin. Und hier auch nochmal. Und hier wollte ich, wollte sie einfach ein bisschen schöner machen, so quasi so auf dem Weg zum Palast, dass da quasi was Schönes ist, so Symmetrisches. Also ich sag mal schön für einen Diktator, ne? Nicht unbedingt für jeden Mann. Gut, okay, Atomprogramm. Jetzt schauen wir mal die Forschung rein. Atomprogramm. Oh, das müssen wir hier. Wow, das ist aber ganz schön weit hinten, würde ich sagen. Das schaffe ich doch niemals in 24 Monaten. Ja, aber gut, ich denke mal, dass wir die Möglichkeit haben, natürlich zu sagen, wir erforschen nur das Mindeste, aber wir sehen ja hier, ich muss mindestens 7 Technologien erforschen, um das Atomprogramm erforschen zu können. So. Was wäre jetzt richtig geil? Richtig geil wären, glaube ich, hier Verfassungsprinzipien, für bestimmte Boni hier, Persönlichkeitsrechte, Medienfreiheit und Wirtschaftsstruktur. Und dann machen wir halt hier noch Bohrturm und Ölraffinerie. Dann als nächstes würde ich vorschlagen, machen wir den Supermarkt. Den Flughafen lasse ich mal weg, weil das hier ist nicht die Touristeninsel. Die Touristeninsel ist Baobao. Dann machen wir hier Gipfeltreffen. Dann kann ich hier auswählen. Ich weiß gar nicht, ob das Atomprogramm Uran braucht, aber wir machen jetzt hier einfach mal. Ja, machen wir Atomkraftwerk, okay.
Und häufige Änderungen der Verfassung. Ich ändere die Verfassung eigentlich an sich nie. Machen wir hier lieber das Rad und dann können wir leider noch nicht. Okay, ich muss noch irgendwas wählen. Dann machen wir halt hier Erfahrung im Showbusiness. Und dann das Atomprogramm. So, das dürfte jetzt aber ziemlich lange sein. 16 Monate, 16 Monate, so bei 32 schon. Also allein mit den zwei Forschungen kommen wir da schon sehr drüber hinaus. Aber gut, schauen wir mal. Ich denke, wir werden da die eine oder andere Mission haben, die uns den Zeitraum ein bisschen verlängert. So, was bauen wir hier? Mietkasernen. Okay, lass mal schauen, wie es unsere Insel an sich so geht. Unterhaltung ist nicht ganz so gut. Nur 36 Zufriedenheit, Wohnraum. Na gut, Mietskasernen halt. Aber das könnte ich jetzt ja auch ändern, denn wir sind ja jetzt hier ein Zeitalter weiter. Können wir theoretisch ein Apartmenthaus hinstellen. Hat aber nur Platz für 10 statt für 12 Familien. Aber lass uns erstmal was für die Unterhaltung tun, okay? Den Zoo, also diesen Nationalpark da, also das ist ja, das ist absolut kein Nationalpark, aber ist okay. Unterhaltung wollten wir jetzt so ein Zug. Ja, jetzt lass mal schauen. Was haben wir denn hier an Unterhaltung? Wir haben hier, glaube ich, nur das Opernhaus, ne? Na, zwei Opernhäuser haben wir da stehen. Okay, immerhin. Aber ist zu wenig. Wir brauchen noch mehr. Überall diskutieren die Leute, ob wir einfach nur am Strand liegen und die Natur jungfräulich unberührt lassen sollten, oder ob wir Betonbunker errichten und uns darin in den besten Jahren unseres Lebens den Rücken kaputt schuften sollten. Muss man über so eine Wahl ernsthaft nachdenken? Dann bauen wir jetzt hier mal das Restaurant, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ein bisschen Unterhaltung hier. Passt auch perfekt. Passt perfekt hier rein. Ah, jetzt hat man, dann lass mich doch mal weit ranzoomen. Ich dachte eigentlich, es wäre möglich, auch während des Baumodus mal heranzuzoomen, aber ich habe es jetzt immer noch nicht in der Lage, das mal abzuchecken. Aber ist gut, ist egal. Machen wir jetzt nämlich hier so wunderschön. Hoi. Okay, schade. Ich dachte, wir können da eine Straße reinziehen, aber ist okay, dann eben nicht. Das ist ein bisschen doof, weil ich jetzt eigentlich was Spezielles im Sinn hatte, aber dann lassen wir das mal so. Ist ja kein Stress. Kohle machen wir auch genügend. Wir haben ja hier das super tolle Zollamt hingestellt. Hier können wir Gewerkschafter. Machen wir das hier, ne? Arbeitsqualität steigt auch hier in dem Hafen. Hier haben wir auch, ne, hier haben wir Geldmacher. Und dann würde ich vorschlagen, da uns ja gerade so ein bisschen eine Aufgabe fehlt, dass wir, warte mal. Ne, jetzt warte mal, wir haben hier zwei Bibliotheken, aber wir haben keine Schule. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Das können wir ändern. Die Schule bringt uns ja auch noch mal ein bisschen was. Ich glaube, die Highschool nicht, aber die Universität dann so Forschungspunkte. Aber jetzt machen wir hier erstmal mit der Highschool. Holen wir die mal hin. So, das passt hier sogar perfekt zusammen. Sehr schön. Und dann fangen wir jetzt hier an, das Apartmenthaus hinzubauen. An der Straße hat es eine bessere Wohnqualität. So, eins, zwei. Ich glaube, das passt. Und ja, wir haben einfach dann noch ein bisschen mehr Platz jetzt für unsere Leute da. Ich weiß gar nicht, wie viele Obdachlose haben wir denn? So, 11. Also insgesamt 8 obdachlose Familien. Gut, die dürften eigentlich durch die zwei Gebäude hier gedeckt werden. Aber ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne dann versuchen, von den Mietskasernen wieder wegzukommen und die durch die Apartmenthäuser auszutauschen. Das ist immer alles so eine Frage des Geldes natürlich. Müssen wir ein bisschen schauen. Könnten natürlich auch gleich mal schauen, dass wir hier. Was produzieren wir hier genau? Ah, stimmt. Die Cayo de Fortuna war ja die Zigarrenfabrik. Aber auch die Stahlindustrie hat sich hier angesiedelt. Okay. Wahnsinn, was die für einen Profit haben hier. Zigarrenfabrik. Ich glaube, die haben wir in der letzten Mission hier auf Präsident, dieser Insel vielen Dank aufgebaut. für Ihren Anruf. Wenn Sie Ideen brauchen, um eine Invasion durch eine oder gar zwei Supermächte zu verzögern, dann bin ich Ihr Mann.
Sie wissen, auf mich können Sie zählen. Alles klar. Ja, was ich sagen wollte, wir haben ja die Zigarrenfabrik, glaube ich, erst in der letzten Mission aufgebaut und die eine hat jetzt einfach schon mal einen Umsatz von 121.000 gemacht. Das ist richtig heftig. So, jetzt ist Penultimo natürlich unsere hellste Birne des Regimes. Übrigens, da haben wir noch einen Vulkan. Der schaut nicht ganz so gesund aus, aber er hat ein paar Ideen, wie wir uns Zeit erkaufen können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Präsidente, wir können der US-Marine weismachen, dass wir bereits atomgetriebene Schiffe besitzen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass immer genug Urantransporte auf unseren Straßen unterwegs sind. Okay, dir ist aber schon klar, dass ich das erst in 1, 2, 3, 4, in 5 Forschungen machen kann, ne? Das dauert ja noch länger als die 21 Monate, also keine Option für mich. Außer... Präsidente, wir... Außer natürlich, das wäre jetzt eigentlich auch noch eine Idee, ich importiere Uran und exportiere das dann wieder. Aber apropos Export, lass mal schauen. Ob wir hier nicht irgendwas verkaufen können. Nee, bis jetzt haben wir hier nur laute Imports. Das ist ein bisschen schlecht für uns. Die zweite Möglichkeit. Präsidente, ich habe eine Lösung für all unsere Probleme. Nun, jedenfalls eine vorübergehende. Sie lautet Öl. Okay, das ist schon eher eine Option. Öl ist unsere, beziehungsweise meine nächste Forschung hier. Könnte ich vielleicht... tauschen. Machen wir das so, okay? Machen wir das so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt darf ich nachher nochmal die alle ganz Forschung reinhauen, aber wir haben jetzt hier Öl, 12 Monate. Das können wir machen. Dann hätten wir noch 8 Monate, um 5000 Öl zu exportieren. Das ist da schon eine Leistung. Die Russen wollen diplomatische Beziehungen. Sorry, nee, das ist, auch wenn sie das wollen, ich habe auf dieser Insel nur Zigarren und kein Rum. Sorry. So, nee, also der Ölexport, das wird ziemlich spannend tatsächlich. Oh, was ist das? Ah, das ist die USS Secret Plan. Ja, grüß Gott. Schön, dass ihr hier seid. Das ist die USS Secret Plan. Darf ich vorstellen? Oh, recht schickes Schiff eigentlich, ne? Kann man sich jetzt nicht so beschweren drüber. Recht schick. Ein bisschen farblos, aber ist in Ordnung. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Ölbohrstation. Sehr schön. Oder ein Ölvorkommen einfach. Sagen wir es mal so. Wir haben... aber... hatten wir nicht hier irgendwo auch ein Ölvorkommen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist schon wieder so lange her hier. Ah, da oben hätten wir auf jeden Fall eins. Na gut. So, wir verkaufen hier wieder Zeug. Also wie gesagt, die eine Zigarrenfabrik mit 125.000 mittlerweile hier richtig gut dabei. Die zweite mit 45.000, ein bisschen weniger. Das liegt aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich daran, dass der Eingang, die Ressourcenvorrat einfach nicht gut genug ist. Wenn wir hier sehen, da liegen 2.000 Einheiten Tabak rum, unter anderem nur 297. Die läuft also öfters mal ein bisschen leer und das ist natürlich nicht so schön. Da können wir dann mal überlegen. Ob wir hier nicht sagen, Klimatrockner, die Fabrik verbraucht weniger, 20% weniger Rohstoffe. Ja, das wäre dann mal eine Idee. So, ich habe hier wahrscheinlich nur ein Bauamt, wie das aussieht. Nee, doch, ich habe nur ein Bauamt. Das, auf der anderen Insel habe ich, glaube ich, mehr gebaut. Werde ich hier jetzt vielleicht auch mal in Erwägung ziehen. Ein Bauamt ist einfach zu wenig. Jetzt haben wir erstmal die Highschool fertig. Okay, schade. Die hat leider keinen Einfluss auf Forschungspunkte, aber ist egal. Wir haben wenigstens jetzt mal eine weiterführende Schule hier im Einsatz. Und was haben wir hier? Was hat Penultimo jetzt für einen Plan für uns? Präsident, ich führe geheime und heikle Gespräche mit unseren Freunden in der amerikanischen Ölindustrie. Ja, solche Freunde haben wir. Wunderbare Männer, großzügig, gutherzig und bereit, alles für uns zu tun. Ah, das ist natürlich jetzt ganz praktisch. Wir zahlen 5000 Dollar von unserem Schweizer Nummernkonto, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie viel drauf ist, und bekommen dann ein kostenloses Ölgebäude, aber der Ölpreis sinkt. Aber alles ist besser, als jetzt da noch ein paar Monate zu warten und nur 8 Monate für den Export zu haben. So, machen wir jetzt hier einfach mal das Schweizer Nummernkonto.
und bauen dann sofort ein Ölgebäude hin. Dann haben wir hier den Ölbohrturm habe ich frei gehabt und leider nicht die Raffinerie. Ah, weil die Ölraffinerie benötigt Strom. Das ist dann natürlich doof. Die Raffinerie ist hier für die Wasservorkommen, glaube ich. Und der Ölbohrturm ist dann eben halt für die Landvorkommen, wie jetzt hier. Oder, warte mal, ich muss jetzt mal schauen. Habe ich hier nicht irgendwo was Besseres an Vorkommen? Hier haben wir noch eins, das ist ein bisschen weiter weg. Nee, dann bleiben wir bei dem hier oben. So, wer fährt denn da rum? Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Dr. Zweistein. Ich habe gehört, dass Ihre nukleare Situation zu einem Weltkrieg führen könnte. Deswegen fühlte ich mich verpflichtet, herzureisen und Ihnen mit meinem überragenden Wissen zu helfen. Ah, wunderbar. Dr. Zweistein, wer sich noch erinnert, haben wir ja quasi aus der Schweiz rausgekauft. So, nee, das war übrigens keine Präsidentenlimousine, wie ich dachte. Und da ist schon wieder die nächste große Aufgabe. Ich bin schon gespannt. Präsident, wenn ich in all den Jahren an Ihrer Seite eins gelernt habe, dann das. Niemand will Ihnen hinterherräumen. Lösen wir also eine Krise aus, die so groß und brisant ist, dass uns niemand in unsere Schranken weisen will. Also erstmal Benultimo, das war eine ganz gemeine Anspielung und zweitens 263 obdachlose Flüchtlinge jetzt in dem Moment, ich heb mir das mal noch ein bisschen auf. Wir haben aber interessanterweise einen Aufschub von also wir sind jetzt wieder bei 36 Monate, ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Kamen die jetzt von dem Ölgebäude? Ich weiß es schon gar nicht mehr, oh Mann, das ist immer so doof, dass ich da mal nicht ganz genau aufpasst teilweise, aber es wäre durchaus denkbar natürlich jetzt, ja, dass das jetzt über die Ölfirmen hereinkam. Ich dachte, ich krieg da nur ein Ölproduktionsgebäude, aber nee, ist das wohl doch auch ein bisschen ein kleiner Aufschub gewesen. So, hier machen wir mal schneller Bau, dass da jetzt hier mal was vorwärts geht. Und dann, gut. Das Baubüro hier dürfte eigentlich eh nicht mehr allzu lange da stehen bleiben. So, hier oben könnt ihr jetzt auch mal langsam dann bauen. Okay, die ersten fahren schon hoch zum Bauen. Sehr schön. Und da haben wir jetzt unsere ersten wunderschönen Apartment-Gebäude hingestellt. Ah, bauen wir das hier mal so hin, einfach, dass es ein bisschen abwechslungsreich aussieht. So, einmal hier. Nehmen wir da auch noch zu. Perfekt. Und dann, weil dann kann man nicht fast wieder überlegen, ob wir da nicht hier mal. Wir haben eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin destillieren können. Endlich etwas, das wir in die Tanks unserer Autos füllen können. Die Profite sind uns sicher. Es sei denn, jemand verkauft billigeres Öl. Dann sollten wir ihn bombardieren und überfallen. Das hört sich nach einem wunderbaren Plan an. Wir können jetzt selber ein paar Ölgebäude hinstellen. Sehr schön. Aber eigentlich, was ich schauen wollte, ist, wie gut besucht sind jetzt diese zwei Mietskasernen hier. Warte, dann überlege ich vielleicht, die abzureißen. Und dann sollen sich die Leute woanders ein hübsches Plätzchen suchen, weil diese Mietskasernen, das wirkt sich ja schon auch ein bisschen auf den Wohnraum aus. Interessanterweise habe ich immer noch Obdachlose. 18 Stück. Das sind 12 Familien. Ich weiß immer nicht, wo die alle herkommen, die Obdachlosen. Gut, das ist natürlich teilweise dem geschuldet, dass sie, wie jetzt hier zum Beispiel, wo hier viele arbeiten, stehen wenige Wohngebäude. Das heißt, dann fängt es an, sich hier Hütten hinzustellen und das zählt dann als Obdachlos. Dasselbe ist hier oben auch. Da haben wir auch schon eine Familie drin. Da oben wird es dann bald auch soweit sein. Und ja, wo könnte noch was sein? Ja gut, ich denke hier, da haben wir 1, 2, 3 Familien sogar. Da ist nochmal 4 Familien.
Hier haben wir also ein paar. Da könnte ich vielleicht doch überlegen, hier vielleicht auch ein, zwei Apartmenthäuser hinzustellen.